Herzlich willkommen zu Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Krebserkrankungen der Leber und der Bauchspeicheldrüse. So schlimm die Diagnose ja ist, das Gute ist, dass der medizinische Fortschritt immer weiter vorankommt. In der Asklepios Klinik Barmbek beschäftigt sich die Klinik für Leber- und Gallenwegs- und Pankreaschirurgie ganz speziell mit diesen Erkrankungen. Und bei mir ist Professor Dr. Karl Oldhafer. Er ist der Chefarzt dieser Klinik. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Oldhafer. Ja, vielen Dank für die Zeit. Ich mich auch. Und vielleicht beginnen wir erstmal mit den guten Nachrichten, mit den Neuigkeiten, zum Beispiel beim Umgang mit dem Leberkrebs. Was gibt es da von Ihrer Seite Neues zu berichten? Ja, wir sind zum einen haben wir uns konzentriert auf die Behandlung von Leberkrebspatienten und auch der Bedarf und die Anfragen steigen. Mhm. Und das ist für uns halt auch ein Thema, weil mehr und mehr Patienten zu uns kommen, Anfragen haben und eben behandelt werden wollen. Es gibt vieles Neues auch zu berichten, das sind auch technische Erneuerungen. Wir sind heutzutage in der Lage, eben auch eine Leberresektion absolut sicher durchzuführen. Früher war die Leberchirurgie immer mit hohen Komplikationen verbunden und auch teilweise Todesfällen nach den Operationen. Das galt als eine schwerwiegende Großoperation mit viel Blutverlust. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Also wir können gerade in der Leberchirurgie wirklich die Operationen sicher anbieten. Es gibt neue Verfahren. Wir haben ein Problem in der Leberchirurgie, dass wir zwar den Tumor entfernen können, aber das Restlebervolumen nicht ausreicht. Ja, jetzt gehe ich mal kurz auf. Also wir reden über einen Leberkrebs vielleicht oder auch über Metastasen nur in der Leber, genau. Also wir sprechen bei Lebertumoren gibt es zwei große Gruppen. Zum einen die lebereigenen Lebertumore, also die Tumore, die aus der Leber entstehen. Wir nennen das hepatozelluläre Karzinom oder das Gallengangskarzinom, wo Zellen, die in der Leber vorhanden sind, einfach entarten und zu Tumoren werden. Mhm. Das sind die primären Lebertumore. Aber die häufigsten Patienten, die wir in den Kliniken versorgen müssen, sind Patienten, die an Metastasen leiden. Das heißt zum Beispiel Darmkrebs, der Darmtumor vor 2-3 Jahren mal vorhanden gewesen ist, die dann über die Fortader in die Leber die Tumorzellen einschwemmen und dann in der Leber zu Tochtergeschwülsten führen und Lebermetastasen bilden. Das sind einfach eigentlich die häufigsten Patienten, die wir sehen. Genau, und da war das Problem bisher immer, ist genug von der Leber da, damit man einen Teil davon abschneiden kann. Habe ich das so richtig ausgedrückt? Ja. Aber da haben Sie mittlerweile andere Verfahren, um da etwas für zu tun, oder? Ja, wir haben die große Chance, gerade in der Leberchirurgie, dass die Leber nachwachsen kann. Es gibt ja wenige oder kaum noch andere Organe im Körper, die in der Lage sind, Verluste irgendwie zu kompensieren, indem sie wachsen. Wenn ich die halbe Niere wegnehme, kann diese Niere nicht weiter wachsen. Zwar kann die andere Seite kompensatorisch die Funktion mit übernehmen, aber die Leber hat speziell die Möglichkeit zu wachsen, wenn sie entsprechend an Volumen verloren hat. Ja, und das wird genutzt. Ja, und das wird, glaube ich, nicht nur genutzt, sondern Sie beschleunigen dieses Wachstum noch. Können Sie uns diese Methode ALPS, A-L-P-S-S, ist das richtig? ALPS, genau. A-L-P-P-S. PPS, ach. Das muss ich mal aufzeigen. Ja, genau, bitte. Ich glaube, das ist an der Zeichnung viel besser zu verstehen. Ja. Also wenn wir in der Leber Metastasen auf beiden Seiten haben. Ich zeichne hier mal die Leber so auf. Ja, und dann zeigen Sie uns das auch gleich. Aber erstmal so, ich hier, können Sie es so gut erkennen? Ja. Gut. Ja. Also das ist die rechte Seite. Rechts. Ja. Und links. Ist auch so im Körper ungefähr drin. Vielleicht die Leber etwas zu groß für mich. Ein bisschen zu groß schon geworden, aber oder? Passt ungefähr. Position passt und Lage passt. So, okay. Wenn wir, ich sag mal, eine einfache Situation ist, der Patient entwickelt einen Tumor hier. Ja. So, das ist ganz einfach. Da können wir im Prinzip einfach das lokal abschneiden. Wichtig ist, dass der Sicherheitsabstand gewährt ist, also dass der Tumor sicher raus ist. Das ist eine einfache Situation. Ja. So, das geht. Aber ein Problem, was wir dann gelegentlich haben, ist, dass die Metastasen verteilt sind in der Leber. Mhm. Also man teilt die Leber auch ein in zwei Lappen. Das ist eigentlich die richtige Einteilung. Rechter Lappen, linker Lappen. Wenn wir die Situation haben, dass wir zum Beispiel hier, wir haben hier eben auf der linken Seite zwei Metastasen und rechts können wir auch mehrere haben. So, und wir sind in der Lage, das natürlich auch zu entfernen. Das würde bedeuten, wenn wir trennen das hier durch, wir trennen das hier durch und hier durch, dann bleibt aber
zu wenig Lebervolumen über. Kann man das so verstehen? Ja. Dann wäre das wäre die Restleber. So, ja. Das ist zu klein. Ich mach mal, da gibt es jetzt folgenden Trick oder folgende Technik, die wir anwenden. Das ist, funktioniert so. Die Leber wird von zwei Gefäßsystemen ernährt. So. Das ist einmal die Pfortader, die zieht in die Leber rein, einmal in den rechten Leberlappen und einmal in den linken Leberlappen. So. Ja. Links und rechts. Ja. Wenn wir jetzt diesen Lappen als Zukunftslappen nehmen wollen, also eben wie gesagt, hier sind die ganzen Metastasen, erhalten wollen, genau. Und hier bleibt vielleicht nur wenig über, sag mal so, dann wollen wir diesen Lappen zum Wachsen bringen. Mhm. Das können wir machen, indem wir hier die Pfortader zumachen. Dann fließt das ganze Blut in den linken Leberlappen und der Lappen fängt an zu wachsen. Ah, um dann die andere Hälfte später rausnehmen zu können? Genau. Die muss beim zweiten Schritt entfernt werden. Ja, wieso stirbt die nicht ab? Weil die Leber auch noch zusätzlich von einer Leberarterie versorgt wird. Ja. Die zeichne ich mal so ein. Die bleibt erhalten. Also im rechten Leberlappen ist dann nur der arterielle Fluss vorhanden. Im linken Leberlappen Pfortader plus Leberarterie. Und das Pfortaderblut ist das entscheidende Blut. Wenn das Pfortaderblut gestoppt ist, im Pfortaderblut befinden sich die ganzen Nährstoffe, Wachstumsfaktoren, Faktoren aus dem Darmbereich. Das wird ja über die Pfortader reingeschwemmt. Das ist das entsprechende Gefäß. Und bei der neuen Methode, die wir haben, ALPS, ist eben noch die Möglichkeit, dass wir bei der Operation, bei der ersten Operation, auch Metastasen, die im linken Leberlappen sind, die können wir bei der ersten Operation entfernen. Also den Lappen, den Zukunftslappen machen wir komplett tumorfrei. Ja. Und dann haben wir rausgekriegt, dass wir bei der ersten Operation, wenn wir schon einen Schnitt durchführen in das Lebergewebe hinein, also die zweite Operation vorbereiten, dass dadurch ein besonderer Schub auf das Wachstum für den linken Leberlappen entsteht. Und wie lange muss man warten, bis man zwischen diesen zwei Operationsschritten? Also gute Frage, ist unglaublich. Gerade mit diesem ALPS-Verfahren geht das rasend schnell. Ist unglaublich. Man kann innerhalb von 2-3 Wochen teilweise 100% Wachstum erreichen. Also es ist unglaublich, wenn man das sieht, wie die Leber dann durch diese Maßnahmen anfängt zu wachsen. Dieses Verfahren ALPS ist offenbar ja ein ganz, ganz besonderer Fortschritt. Gibt es denn noch andere Methoden, die so ähnlich sind, die Sie auch noch anwenden? Ich würde mal sagen, ALPS ist so die Extremvariante, wir nennen das Hypertrophie-Konzepte. Man beginnt mit interventionellen Maßnahmen, das heißt, es sind radiologische Kollegen, die Pfortader über Katheter, man geht im Katheter in die Pfortader und verschließt die Pfortader mit radiologischen Maßnahmen. Also man kann hier Coils reinsetzen, man kann das Ganze propfen, man kann das Ganze verschließen, interventionell. Hat aber, das geht nur, wenn der Lappen, den wir in der Zukunft behalten wollen, tumorfrei ist. Ah. Dieses Verfahren widerspricht sich, wenn hier Tumorknoten vorhanden sind und ich dieses Verfahren durchführe, stimuliere ich auch den Lappen, natürlich auch Tumorwachstum. Das heißt, dieses Verfahren geht nur, wenn der linke Lappen nicht tumortragend ist. Ja, sonst wachsen sie natürlich mit. Ja. Ihre Klinik ist ja spezialisiert auf Leber-, Gallenwegs- und Pankreaschirurgie. Beim Pankreaskrebs, was gibt es denn da Neues? Ja, wir sind, also neu, absolut wichtig ist zu sagen, dass wir heutzutage die Operation wirklich mit einem geringen Morbidität und Mortalität, also mit guten Ergebnissen anbieten können. Ja, so, das war vor Jahren nicht der Fall. Ja. Wichtig ist, dass man auch, wenn man eine Konzentration auf dieses Organsystem hat, auf diesen Tumor hat, auch die Begleitdisziplin mit an Bord haben. Also es kann natürlich mal eine Nachblutung entstehen, es können andere Komplikationen entstehen. Das heißt, wir brauchen Partner, die 7 Tage in der Woche 24 Stunden zur Verfügung stehen, um auch diesen Patienten zu helfen. Und dadurch, dass wir diese Konzentration haben, sind wir in der Lage, eben eine gute Qualität anzubieten. Und wir sind, wenn Sie mich fragen, was gibt es Neues, auch in der Lage, ausgedehnte Tumore inzwischen zu behandeln. Früher hat man aufgehört zu arbeiten, wenn der Tumor die Pfortader zum Beispiel, die ist ganz gut auf einer Leber, das Pankreas sitzt hier unten, wenn der Pankreastumor in Richtung Pfortader wächst, das ist heutzutage auch technisch durchaus
möglich. Wo die Pfortader, ja, weitermachen man kann, und jetzt man ersetzt heute die Pfortader, also man nimmt dann das Segment einfach mit raus, rekonstruiert das und hat dadurch auch eben die Möglichkeit, diesen Patienten, die früher nicht zur Operation zugelassen werden konnten, wegen dieser Problematik eben zu operieren. Ja, es ist ja eine spezielle Klinik für diese drei Organe, sage ich jetzt mal, also Leber, Galle, Pankreas. Früher waren die Abteilungen ja größer, da ging es um die allgemeine Viszeralchirurgie, die das mitgemacht hat. Was ist der Vorteil dieser Spezialisierung über das hinaus, was Sie uns schon berichtet haben? Ja, es wird einfach der Situation gerecht. In der chirurgischen Welt entsteht ein so großer Fortschritt. Es ist so viel an Neuigkeiten, die erarbeitet werden. Das schafft ein Bauchchirurg, der zuständig sein soll für Darmkrebs, Rektumkrebs, Speiseröhre, Schilddrüse und Leber und Pankreas. Das schafft ein einzelner Mensch gar nicht mehr. Um wirklich Methoden anzubieten und Patienten zu helfen, die wirklich absolut modern sind. Und wir sind den ganzen Tag beschäftigt, uns nur mit drei Organsystemen zu beschäftigen. Ja. Fühlen uns aber sicher. Hier können wir sagen, hier sind wir up to date. Es gibt nichts, was wir nicht irgendwo mitbekommen. Und das ist auch einfach auch die Zukunft. Also, und ich sehe das. Das ist einfach, jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir gewisse Bereiche definiert haben, indem wir uns wirklich nur um dieses Problem auch beschäftigen. Und es ist auch klar aus den Daten, wenn Sie die Literatur lesen, Zentren oder Kliniken, die eine gewisse Fallzahl haben, können ganz andere Qualität anbieten. Das ist aber auch selbst evident. Ja, so ist es so. Ne? Ja, ja. Und weil es eben auch komplex ist und die ganze Mannschaft, bin ich nicht alleine, sondern wir haben drei Oberärzte, die auf diesem Gebiet auch erfolgreich sind und arbeiten. Das heißt, man braucht eine ganze Mannschaft, die dahinter steht und sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Ja. Auch forscht und liest und schreibt. Und so. Das ist einfach aus meiner Sicht klar die Zukunft und andere Länder haben uns das vorgemacht. Also zum Beispiel unsere Aufteilung, die wir jetzt durchgeführt haben. Wir haben die Klinik aufgeteilt als Department in einen Bereich Darm, Magen, Esophagus-Tumore. Genau. Auch das ist ein spezielles Gebiet, wo wir eine Abteilung haben, die sich nur darum kümmert. Und ich vertrete jetzt Leber, Galle, Niere, Pankreas. Das ist es in USA, in Frankreich, in England, ist es eigentlich Standard, dass es diese Einheiten gibt. Da hinken wir in Deutschland etwas hinterher. In Deutschland haben wir diese großen Gebilde, wo einer alles macht, aber das ist aus meiner Sicht eben auch entwicklungsnotwendig. Also es muss einfach weitergehen und wir haben den ersten Schritt gemacht und gehören auch in Deutschland mit zu den Ersten, die das umgesetzt haben. Ja, zumal ja auch die Bevölkerung nicht jünger wird und auch nicht gesünder wahrscheinlich. Und selbstverständlich, wenn man ein richtiges Problem hat, dann fährt man auch mal ein paar Kilometer. Man hat natürlich dann nicht die Möglichkeit, ins nächste Krankenhaus zu gehen und behandelt zu werden. So. Und das merken wir auch an unseren Patienten. Wir haben Zuweisungen aus ganz Norddeutschland. Es kommen Patienten zu uns, die wissen, dass wir uns da speziell darum kümmern. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass das die Zukunft ist. Also das Feedback, was wir kriegen, spiegelt das auch wieder. Und ich bin da ganz guter Dinge. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!